So, heute Hickmons Einzelkampffinale. Stürzt uns ins Gefecht. Mit einem hässlichen Ding. Und ich meine damit nicht den Gegner. Boomburst klingt gut. Warum nicht? Ja, das war sehr gut. Eine wirklich fantastische erste Runde. Oh, warum? Naja, okay, soll er wissen. Das hier hat eine Crit-Chance. Aber gut, selbst wenn es eine Crit-Chance ist, das hier ist stärker. Sowieso. Also setze ich das doch weiterhin ein. Nee, das ist ja der welche kürzeren 700 Pro. Haben wir da irgendwas? Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Das könnte was bringen. Wir haben nur 65er Base, ey. Ja, nee, ist klar. Ey, es ist noch langsamer als sowieso schon wäre. Das Ding ist schon bestimmt mega scheiße, langsam das Teil. Bulldoze. Ja, ich wechsle hier wunderbar durch. Warum nicht? Muss ja. Ich muss ja irgendwie überlegen, wie ich das downpick alles. Los, Möwe, mach irgendwas. Ich würde das sowieso wieder austauschen. Irgendwas hat da aber wieder einen Sinn, was er jetzt reinfutschen will. Oder? Nee, nee, ich glaube, er sitzt. Ja, er ist auch drin. Und es wird noch langsamer. Es wird einfach noch langsamer, ey. Jetzt hat er noch null Verwendung mehr dafür. Jetzt könnte er auch drin bleiben. Ja. Jetzt sieht er auch ein, jetzt bringt es nichts mehr raus zu switchen. Damit ist das Teil aus dem Spiel wahrscheinlich jetzt. Warum macht er das denn? Das kapiere ich null. Das kapiere ich jetzt null, den Move. Er hätte jetzt einfach seinen Pokémon locker opfern können. Wieso bringt das eigentlich nichts mehr? Das bringt. Das war, früher hat das mal geklappt, da bin ich mir sehr sicher, ey. Früher hat das mit Dark Void mal geklappt, da bin ich mir 100% sicher. Macht das aber, es bringt nichts mehr. Mega dumm, ey. So, hier Backbeil. Hier weiß auch nicht, dass ich den Backbeil drauf habe. Insofern einfach mal machen. Obwohl, wäre denn nicht der Boomburst trotzdem noch stärker, trotz allem? Ich glaube, der ist immer noch stärker, ne? Wow. Wir können es ja mal ausprobieren. Wir können es ja theoretisch mal ausprobieren. Hä? Doch nicht. Was habe ich denn gerechnet, ne? Keine Ahnung, ey. Mach einfach hier den Backbeil, ey. Jetzt bleibt er drin natürlich. Jetzt bleibt da drin. Hey, so, hey. Boomburst wieder. Wow. Wieso rechne ich aber nicht mit diesem blöden Fake auch die ganze Zeit, ey? Was machen wir jetzt? War ich jetzt schneller als das Ding? Es ist irgendwas schneller sonst an meinem Team, nein. Also dieses Threshold macht mir Probleme. Wir probieren mal Nature Power aus. Ja, warum nicht? Der hätte mir jetzt allerdings Glacier besser gefallen, weil das mehr Schaden gemacht hätte. Naja, was nicht ist, kann noch werden. Wir switchen zu den Dingern da. Den lustigen Eiern. Wow. Denn die haben eine Blue Flare. Ich hoffe, er switcht jetzt nicht zu. Ah. Oh Gott, ey. Das kann man, glaube ich, einsetzen auch. Nein, oder? Nee, das kann man eben nicht einsetzen, wenn man nicht Super ist. Gui! Jo, sei da halt langsamer, ist okay. Du machst mich eh schon scheiße langsam sonst. Ey, mit einem. Was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt? Ich muss aber den. Ich muss den Hit leider fressen, ne? Ich muss den Hit fressen, Leute. Oder auch nicht, was mache ich? Hä, wieso bin ich. Ich war doch eh schneller, warum war ich jetzt so in Aufregung? Ein Paraover ist schneller. Ja, er fragt, wie langsam ist das Ding bitte, dass ein Paraover schneller ist? Ich nehme es auf jeden Fall dankend an, das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Wow, okay, das ist hier nicht schade. Ja, da möchte ich jetzt auf jeden Fall drin, das war logisch. Para
Flinchen, cooler Mann, Paraflinchen, ey. Wenigstens sehen die Leute jetzt, mit welchen dreckigen Methoden der hier spielt, ey. Paraflincher. Mag keiner auf dieser Welt. Weißt du was? Dafür kriegst du jetzt Katastropika ab. Sag ich dir. Wahrscheinlich sind sie jetzt sowieso zu einem deiner beiden da raus, die wir schon kennen, die das abfangen würden. Gut. Ist mir egal. Katastropika kriegst du jetzt ab. Ist mir egal, was jetzt reinkommt. Ich will die Attack einfach nochmal machen. Katastropika, Alter! Wow. Und hier haben wir noch ein Megahorn, da würde ich auch nochmal gerne hinterher schießen. Ja, macht wirklich guten Damage, doch. Es wäre auch noch gut fürs Vegimak theoretisch. Das Megahorn. Aber das wird er jetzt garantiert nicht reinschicken dagegen. Vergesst, was ich gesagt habe, er macht's einfach. Warum auch immer, ich verstehe den Play gerade nicht. Den Play verstehe ich wirklich nicht. Er versucht jetzt. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Das kann nicht wahr sein. Er versucht hier gnadenlos zu paraflinchen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit ihm? Der olle Paraflincher, hier gibt's das denn? Wahnsinn, ey. Unglaublich, wirklich. So, Glaciate, neuer Versuch. Ich hoffe, er wechselt nicht auf sein letztes Pokémon, das es eventuell gut tanken könnte. Weiß man ja nicht. Ja, er guckt sich gerade die Stats an von Fred. Offensichtlich plant er irgendwas. Oh! Es ist gut, das zu wissen. Dann probiere ich mal was anderes. Supersonic, Verwirrung. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ob er jetzt raus. Er switcht raus und kriegt den. Das ist nicht mehr effektiv, was er ziemlich. Aber ey, das war trotzdem guter Schaden, also. Wow! Okay. Ja. Ja, nochmal Supersonic. Jetzt ist er in einer ganz blöden Situation. Jetzt wird er Probleme haben, hier was zu erreichen. 100 Pro. Das ist relativ wenig leider. Aber ich kann erstmal den Vorstoß machen, sozusagen. So dass Fluet hoffentlich irgendwie den Rest erledigen kann. Ich muss darauf plädieren, dass Fluet den Rest erledigen kann. Oh Mann, das nimmt sich alles nichts. Das nimmt sich alles nichts, Leute. Aber ich kann es schon mal gut unter die Hälfte boxen. Es hat nur noch ein Drittel übrig. So, dann haben wir super. Ja, bin ich langsam mal vergessen. Einfach mal probieren auf gut Glück hier. So, Glaciate. Und es reicht ohne Probleme aus mit seinem Quit. Oh, das war doch gar nicht mal so einfach, durch diese ganzen Switches hier den Vorteil zu erlangen. Also so unknapp, auch wenn das kein Wort ist, war das gar nicht. Bis zum letzten, in Anführungszeichen, Kampf.